Und dann sage ich guten Morgen an alle Schwimmerinnen und Schwimmer, Trainerinnen und Trainer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von unserer Seite herzlich willkommen zum vierten und letzten Wettkampftag der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2022. Drei intensive und spannende Wettkampftage sind bereits absolviert und auch gestern gab es einige Highlights hier im Becken zu bestaunen. Wir hatten die Möglichkeit, vier neue deutsche Jahrgangsrekorde zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an Leo Leverkus, Oskar Schildknecht und zweimal Glückwunsch an Nina Sandrin-Jazzi. Es gab einige Überraschungssieger und Kopf-an-Kopf-Duelle bis zum Anschlag und wir freuen uns auch heute wieder viele dieser Szenen zu sehen. Verantwortlich für einen ordnungsgemäßen Ablauf ist das Kampfgericht. Dieses steht unter der Leitung der beiden Schiedsrichterinnen. Das ist zum einen Astrid Hegemann von der FINA. Und Heike Rau vom Badischen Schwimmverband. Die Starter sind für die Männer Ingo Zacharias von der FINA. Und Alexander Schild vom Bayerischen Schwimmverband. Der Veranstaltungsleiter ist Dominik Plamper vom DSV. Im heutigen siebten Abschnitt sehen wir die Vorläufe über 100 Meter Lagen, 400 Meter Freistil, 100 Meter Delfin, 200 Meter Brust und 50 Meter Rücken sowie eine Entscheidung in der Staffel über die 4x50 Meter Freistil Mixed. Liebe Sportlerinnen und Sportler, wir wünschen euch viele neue Bestzeiten, die eure Coaches und vor allem euch selbst glücklich machen und uns Zuschauern wünsche ich gute Unterhaltung. Wir beginnen mit dem ersten Wettkampf des heutigen Vormittags. Das ist Wettkampf Nummer 32, 100 Meter Lagen weiblich. Hier sehen wir insgesamt sieben Vorläufe. Im ersten Vorlauf startet auf der Bahn 3 Mayra Mahnken für die GTV Bremerhaven. Auf der Bahn 4 startet Paula Olszewski für den SC Herford. Und auf der Bahn 5 startet Lilia Marie Bensala für den SC Wiesbaden. Im zweiten Lauf startet auf der Bahn 0 Milena Auer für die DSW Darmstadt, auf der Bahn 1 Jette Helene Schindler für die HSG Uni Greifswald, auf der Bahn 2 Zoe Sperle für die SG Bayer, auf der Bahn 3 Noelle Benkler für den Deutschen Schwimmverband, auf der Bahn 4 Lena Ludwig für den Deutschen Schwimmverband, auf der Bahn 5 Linda Roth für den Deutschen Schwimmverband, auf der Bahn 7 Michelle Peter für die SG Stadtwerke München und auf der Bahn 8 Florentina Montag für den SCW Eschborn. Yeah.
Im Lauf Nummer 3 sehen wir auf der Bahn 0 Sarah Dall für Kopfsprung Köln, auf der Bahn 1 Christina Schulz für den SC Delfin Ingolstadt, auf der Bahn 2 Helena Heinrich für den Potsdamer SV, auf der Bahn 3 Valerie Höfel für den SC Delfin Ingolstadt, auf der Bahn 4 Lilly Bungert für den SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 5 Svenja Götting für die SSG Reutlingen Tübingen, auf der Bahn 6 Katja Breithaupt für den TSV Pattensen, auf der Bahn 7 Lea Kaiser für die SG Essen, auf der Bahn 8 sehen wir Mia Sattelmeier für den Deutschen Schwimmverband und auf der Bahn 9 sehen wir Mia Matetschk für den SC Chemnitz. Und die 1:02.99 von Linda Grad ist nur knappe anderthalb Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord, der seit 2008 von Silke Lippock gehalten wird. Also ja, eine wirklich herausragende Leistung, gerade im zweiten von 7 Vorläufen. Im Lauf Nummer 4 startet auf der Bahn 0 Nora Flemich, SSG Coburg, auf der Bahn 1 Katrin Stotz für die SV Schwäbisch Gmünd, auf der Bahn 2 Laura Sophie Kohlmann für die SG Essen, auf der Bahn 3 Marie Kroniger für den SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 4 Alke Heise für die TWG Göttingen, auf der Bahn 5 Helena Jurak für die SGR Karlsruhe, auf der Bahn 6 Thea Lehmann für die SG Rhein-Mosel, auf der Bahn 7 Valeria Tuai für W98 Hannover. Auf der Bahn 8 startet Emma Kämpfe für den Delmenhorster SV und auf der Bahn 9 Luna Enderle für den SSV Ulm. Im fünften Lauf startet auf der Bahn 0 Nika Steigerwald für die SG Frankfurt, auf der Bahn 1 Selina Springer für die SG Dortmund, auf der Bahn 2 Viktoria Suchantke für den W98 Hannover, auf der Bahn 3 Charlotte Wendel für den TV Ratingen, auf der Bahn 4 Zoe Vogelmann, SV Nika Heidelberg, auf der Bahn 5 Julia Tietze für die SG Stadtwerke München, auf der Bahn 6 Lise Seidel, SC Chemnitz, auf der Bahn 8 Viktoria Katharina Dolle, SG Gelsenkirchen und auf der Bahn 9 Sophie Bastian für den ersten Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens.
Im sechsten von sieben Vorläufen sehen wir auf der Bahn 0 Saskia Blasius, auf der Bahn 1 Jenna Wu für die SSG Leipzig, auf der Bahn 2 Eva Zurbrücke für den SV Halle Saale, auf der Bahn 3 Jennifer Pietrasch für die SG Essen, auf der Bahn 4 Nele Schulze für die SG Neukölln, auf der Bahn 6 Christina Lehr für den Hofheimer SC, auf der Bahn 7 Charlotte Maria Klemm für den SV Halle Saale, auf der Bahn 8 Maja-Len Rohrbach für die SG Heddesheim, auf der Bahn 9 startet Arlene Rumbaum für die SG Mülheim. Und im siebten und der letzten Vorlauf sehen wir auf der Bahn 0 Maria Viktoria Schutzmeier für die SG Dortmund, auf der Bahn 1 Fiona Annabel Kufall für den SC Wiesbaden, auf der Bahn 2 Alia Schiffel für die SSG Leipzig, auf der Bahn 3 Lisa Höping für den Deutschen Schwimmverband, auf der Bahn 4 Angelina Köhler, ebenfalls Deutscher Schwimmverband, auf der Bahn 5 Annika Bruhn für den VfL Sindelfingen, auf der Bahn 6 sehen wir Julia Mozinski für den SC Wiesbaden, auf der Bahn 7 Juliana Dora Bokschka für die SG Essen, auf der Bahn 8 Clara Antok für die Wasserfreunde Spandau 04 und auf der Bahn 9 Hanna Kratzenberg für die SG Mönchengladbach. Damit kommen wir zum Wettkampf Nummer 33. 100 Meter Lagen männlich mit insgesamt 7 Vorläufen. Im ersten Lauf startet auf der Bahn 3 Finn-Jonan Neuwirth vom Deutschen Schwimmverband. Auf der 5 Linus Wein, SG Mittelfranken.
Ja, das kann ich jeder behaupten, dass er hier bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften mal das Becken hier ganz für sich alleine zum Schwimmen hat. Ich hoffe, er bekommt dann nachher auch einen kleinen Beifall hier dafür, dass er dieses Rennen alleine schwimmen muss. Im Lauf Nummer 2 startet auf der Bahn 0 Moritz Birk von der SG Essen. Auf der Bahn 1 Jan Seelert, SG Bayer. Auf Bahn 2 Erik Wodorf, SG Mülheim. Bahn 3 Robin Schmutz, SG Reutlingen, Tübingen. Auf der 4 Gil Hartmann, SSV Ulm. Bahn 5 Legelix Klären, Süsseldorfer SC. Auf Bahn 6 Tom Hannes Thalau, SV Cannstatt. Bahn 7 Malte Grefe, Potsdamer SV. Auf der 8 Ayub Etis, SG Bayer. Die Anschlagzeit für Linus Wein von SG Mittelfranken mit 1:02,29. Damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 3. Auf der Bahn 1 am Start Ben Fester, SV Cannstatt. Auf der 2 Jan Landzettel, DSW Darmstadt. Bahn 3 Leo Elias Baumann, SG Samax Ritter. Auf der 4 Samir Abdulli, ebenfalls SSG Samax Ritter. Auf der 5 Emilian Holland, DSV. Auf der 6 Nate Holmes, SC Wasserfreunde München. Auf der 7 Sören Graul, SSG Braunschweig. Auf Bahn 8 Ivan Ansarski, SG Stadtwerke München. Und Bahn 9 Suwai Wildhalf, SV Cannstatt. Wir kommen zum Lauf Nummer 4, hier auf der Bahn 0 Tobi Gotzell von der SSF Bonn, auf 1 Dominik Abdu, SC Altwarmbüchen, Bahn 2 Jacques Herzog, SSG Reutlingen Tübingen, Bahn 3 William Gotzell, SSF Bonn, auf der 5 Robin Lienhardt, SV Augsburg, Bahn 6 Gianluca Redott, SG Bayer, auf der 7 Richard Schmiedefeld vom SV Cannstatt, auf der 8 Yannick Sänger, SG Weinheim Hohensachsen und auf der Bahn 9 Leander Fiorioli vom Hofheimer SC.
Wir kommen zum Aufruf für den Lauf Nummer 5 auf der Bahn 0 Enzio Revesch SC Chemnitz, auf der 1 Nico Czerner SG Gelsenkirchen, Bahn 2 Jean-Paul Chaffee Potsdamer SV, auf der 3 Andreas Rossa TPSK, Bahn 4 Lukanik Armbruster SG Neukölln Berlin, auf der 5 Manuel Kohlschmidt SV Wacker Burghausen, auf 6 Finn Wendland SG Reden Saarstedt, auf der 7 am Start Michael Raje SG Samax Ritter, Bahn 8 Jacques Brandt VfL Osnabrück und Bahn 9 Lukas Brendel SC Chemnitz. Im vorletzten Lauf, dem Lauf Nummer 6 auf der Bahn 0 am Start Viktor Weißel, Berliner TSC, auf der 1 Matthias Vasic, DLRG Ortsgruppe Wernigerode, auf der 2 Lars Kochmann, SSV Halle Neustadt, Bahn 3 Artem Czobota, SC Wiesbaden, auf der 4 Ramon Klenz, Sportunion Neckarsulm, auf der 5 David Thomasberger, SSG Leipzig, auf der 6 Paul Blümer, SG Gladbeck Recklinghausen, Bahn 7 Martin Wrede, SSG Braunschweig, Bahn 8 Christopher Weidner, Wabenburger SC und Bahn 9 Nico Basten, SV Wacker Burghausen. Und hier relativ enges Rennen, aber vorneweg Lukanek Armbruster von der SG Neukölln Berlin mit dem ersten Anschlag in 55,01. 56,01, Entschuldigung. Im letzten Vorlauf startet auf der Bahn 0 Silas Büsing, SG Neuss, auf der 2 Patrick Peres, VfL Sindelfingen, Bahn 3 Tobias Schulrath, SGS Hamburg, auf der 4 Metin Aydin, SC Aqua Köln, auf der 5 Jeremias Pock von der SG Mittelfranken, Bahn 6 Sebastian Pierre-Louis, SG Frankfurt, Bahn 8 Chris Gabriel Poppy, SV Nika Heidelberg und Bahn 9 Jonathan Turk, VfL Osnabrück. Wer hier vorne weg in dem Rennen, Ramon Klenz. Anschlagzeit 54,48 für den Schwimmer von der Sportunion Neckarsulm.
Und ich rufe auf den ersten Lauf im Wettkampf Nummer 34, 400 Meter Freistil weiblich. Hier sehen wir insgesamt 6 Vorläufe. Auf der Bahn 2 startet Leni von Bonin für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 4 Enya Beer für die DSW Darmstadt. Auf der Bahn 5 Maja Mäde für die NSG Bayer. Auf der Bahn 6 Luisa Rumler für den Deutschen Schwimmverband. Und auf der Bahn 7 Eva Gräfin von Brühl für den Deutschen Schwimmverband. Ja, letzter Vorlauf hier über diese 100 Meter Lagen. Schnellster mit 55,19 von der SG Mittelfranken Jeremias Bock. Und Vorlaufschnellste insgesamt Ramon Klenz in 54,48. Im zweiten Lauf startet auf der Bahn 0 Kira Sophie Lüder für den Wassersportverein Offenbach.
Auf der Bahn 1 Stella Ricarda Eichhorn für die SG Bayer. Auf der Bahn 2 Viktoria Krönert für den SC Delfin Ingolstadt. Auf der Bahn 3 Sophia Brauneck für den TV Ratingen. Auf der Bahn 4 Janka Ratsch für den SC Wiesbaden. Auf der Bahn 6 Patricia Rutz für die SG Schwimmen Münster. Auf der Bahn 7 Luisa Marie Herrmann für die SG Bayer. Auf der Bahn 8 startet Samira Telemann für die SG Vago. Und auf der Bahn 9 sehen wir Alia Hösel für den Deutschen Schwimmverband. Ich habe die freudige Aufgabe, die Qualifikantinnen für das 100-Meter-Lagenfinale bei den Frauen zu verlesen. Für das JTM- und AJOF-Finale haben sich qualifiziert Lise Seidel, Selina Springer, Eva Zurbrügge, Charlotte Maria Klemm, Noelle Benkler, Juliana Dora Bokschka, Fiona Annabel Kufall und Marie Kroniger. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Helena Jurak, Emma Kämpfe, Laura Sophie Kohlmann und Clara Antok. In der offenen Klasse haben sich für das Finale qualifiziert Nele Schulze, Angelina Köhler, Zoe Vogelmann, Lisa Höbing, Julia Tietze, Linda Roth, Alia Schiffel und Marjalen Rohrbach. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Jennifer Pietrasch, Julia Mozinski, Lise Seidel und Selina Springer. Abmeldefrist endet um 10 Uhr. Und folgende Schwimmer haben sich über die 100-Meter-Lagen qualifiziert für das JTM-AJOF-Finale: Finn Wendland, Nico Basten, Martin Wrede, Christopher Weidner, Gianluca Redut, Michael Rahe, Robin Lienhardt und William Gotzel. Reserveschwimmer Enzio Revesch, Jonathan Turk, Silas Büssing und Malte Grefe. Für das offene Finale qualifiziert sind Ramon Klenz, Jeremias Pock, Metin Aydin, Artem Chobota, Tobias Schulrath, Luca Nick Armbruster, David Thomasberger, Manuel Kohlschmidt, Reserve hier Paul Blümer, Finn Wendland, Andreas Rosser und Lars Kochmann. Abmeldefrist hier ist um 10.05 Uhr.
Im folgenden dritten Lauf startet auf der Bahn 0 Mira Helget für die SGR Karlsruhe. Auf der Bahn 1 Sydney Savannah Ferch für die SG Dortmund. Auf der Bahn 2 Anouk Walter für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 3 Clara Heuberger für die DSW Darmstadt. Auf der Bahn 4 Jana Katharina Kaspar für die SSG Samax Ritter. Auf der Bahn 5 Rihanna Rose für den TV Wetzlar. Auf der Bahn 6 Theresa Bechtel für den TPSK. Auf der Bahn 7 Nana Boateng-Sekiere für den Hamburger SC. Auf der Bahn 8 startet Annika Defnay für die TB Erlangen. Und auf der Bahn 9 sehen wir Isabel Litwinow für die SSG Pforzheim. Und auf der Bahn 0 angeschlagen hat ein Geburtstagskind von heute, Kira Sophie Lüder, ist 16 Jahre alt geworden und macht sich selbst ein Geschenk mit einer neuen Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch!
Bevor ich zum vierten Lauf komme, ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wer die seine Staffelmeldungen noch nicht namentlich abgegeben hat, hat bis zum Ende der 50 Meter... bis zum Ende der 100 Meter, Delfin, noch Zeit, das hier beim Sprechertisch zu tun, also namentliche Meldung für die Staffeln bis zum Ende der 100 Meter Schmetterling-Vorläufe. Ich rufe auf, Lauf Nummer 4, 400 Meter Freistil, weiblich. Auf der Bahn 0 startet Lotte Schmidt-Seiter für die SG Hamburg West, auf der Bahn 1 Arlette Port für die SG Neukölln, auf der Bahn 2 Mara Münch für die SG Stadtwerke München, auf der Bahn 3 Jette Lenz für den SV Nicker Heidelberg, auf der Bahn 4 sehen wir Jana Rode für den Hannover 96, auf der Bahn 5 für Franziska Gramlich für den USV TU Dresden, auf der Bahn 6 sehen wir Sophie Lenze für den SV Nicker Heidelberg, auf der Bahn 7 Fiona Dengler-Harles für den Mainzer Schwimmverein, auf der Bahn 8 startet Laura Marie Blumenthal-Hass für die TB Erlangen und auf der Bahn 9 sehen wir Lena Schirmer für die SSG Saumax-Ritter.
Ich rufe auf den Lauf Nummer 5, 400 Meter Freistil, weiblich. Hier sehen wir auf der Bahn 0 Maja Brune für die SG Gladbeck-Recklinghausen. Auf der Bahn 1 Lea-Sophie Wenzel für die SG Essen. Auf der Bahn 2 Leonie Mertens für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 4 Zoe Vogelmann für den SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 5 Julia Ackermann für den SC Chemnitz. Auf der Bahn 6 Eva Petrowska für die SG Frankfurt. Auf der Bahn 7 startet Marian Plöger für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 8 sehen wir Yvonne Prehn für den SC Wiesbaden. Und auf der Bahn 9 schwimmt Alena Gemici für den Hamelner Schwimmverein.
Im sechsten und letzten Vorlauf über die 400 Meter Freistil sehen wir auf der Bahn 0 Blanka Brune für die SG Gladbeck Recklinghausen. Auf der Bahn 1 Anna Barth für die TB Erlangen. Auf der Bahn 2 Leonie Sarah Tänzer für die Wasserfreunde Spandau 04. Auf der Bahn 3 Julia Barth für die TB Erlangen. Auf der Bahn 4 Leonie Kullmann für die SG Neukölln. Auf der Bahn 5 Maja Werner für den SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 6 Fabienne Wenske für den SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 7 Sarah Selimovic für die SG Essen. Auf der Bahn 8 Cleo Henschke, SG Essen. Und auf der Bahn 9 schwimmt Marie Strohalm für die SG Frankfurt. Und 4:12:28, die schnellste Zeit bisher in diesen Vorläufen für Zoe Vogelmann auf der Bahn 4.
Und wir kommen zum Wettkampf Nummer 35, 400 Meter Freistil, männlich mit insgesamt 7 Vorläufen. Im ersten Vorlauf startet auf der Bahn 3 Jason Otte, SG Bayer, auf der 4 Tillmann Lau, Wasserfreunde 98 Hannover und Bahn 5 Hendrik Klode, SG Mülheim. Und es ist Maja Werner, die als Erste dieses Rennen beenden wird, jetzt auf den letzten 10 Metern unterwegs ist und das Ganze auch in neuer Vorlauf-Bestzeit und für sie auch neuer Bestzeit tun wird. 4 Minuten 10, 37 auf dem zweiten Platz Leonie Kullmann 4:12:73 und Julia Barth 4:13:13.
Ja, so langsam können wir hier eine Sammlung an Akkreditierungsausweisen aufmachen. Also ich habe hier von Dieter Sofka und Georg Pfadczina die Akkreditierungszettel. Bitte hier beim Sprechertisch abholen. Danke. Und dann kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 3. Auf der Bahn 1 Hendrik Bechtel, TFSK. Auf Bahn 2 Nikolaus Kollenberger, SC Wasserfreunde München.
Bahn 3 Hannes Ole Klar, SGS Hannover. Auf der 4 Leon Heverlein, SC Regensburg. Bahn 5 Adam Rickert, SV Neckar Heidelberg. Auf der 6 Nikolas Hempel, Wasserfreunde Spandau. Bahn 7 Amon Bode, TWG Göttingen. Auf der 8 Maurice Luca Rüss, Deutscher Schwimmverband. Und Bahn 9 Ivan Korolev, TV Gutheil Billstedt. Die Abmeldefrist für die Finals 100 Meter Lagen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist abgelaufen. Bei den Mädchen gab es eine Veränderung im JDM-Playoff-Finale. Hier gab es eine Abmeldung, sodass die Schwimmerin Helena Jurak in das 100 Meter Lagen JDM-Playoff-Finale aufrückt. Bei den Herren gab es keine Abmeldung, somit schwimmen die Finals wie verlesen. Und dann rufe ich auf die Qualifikantinnen für das 400 Meter Freistil-Finale. Im JDM Playoff-Finale haben sich qualifiziert Anna Barth, Leni von Bonin, Sophie Lenze, Luisa Rummler, Cleo Henschke, Eva Gräfin von Brühl, Sarah Selimovic, Lea Sophie Wenzel. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Laura Marie Blumenthal-Hass, Blanka Brune, Jette Lenz und Maja Brune. In der offenen Klasse haben sich qualifiziert Maja Werner, Zoe Vogelmann, Leonie Kullmann, Julia Barth, Fabienne Wenske, Julia Ackermann, Leonie Mertens, Marian Plöger. Und als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Eva Petrowska, Leonie Sarah Tänzer, Anna Barth und Leni von Bonin. Die Abmeldefrist endet um 10.40 Uhr.
Und damit kommen wir zum Aufruf für den 14. Lauf auf der Bahn 0 am Start. Norik Schulz, SG Dortmund, Bahn 1 Finnhammer, SG Essen auf der 2, Lars Bottelier, SV Würzburg 05. Auf der 3, Lukas Schöttke, SC Magdeburg, Bahn 4, Enzio Rivesch, SC Chemnitz. Auf der 5, Jakob Werner, DSW Darmstadt. Bahn 6, Johannes Liebmann, Elmshorn, MTV. Bahn 7, David Wandenhirz, TPSK. Auf der 8, Daniel Ohlenberg, VfL Osnabrück. Und Bahn 9, Leo Leverkusen, SGR Karlsruhe. Ein Vereinsvertreter der SG Mülheim bitte zum Sprechertisch. Ein Vereinsvertreter der SG Mülheim bitte zum Sprechertisch.
damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 5 auf der Bahn 0. Niklas Richter, Wasserfreunde Spandau. Auf 1 Lukas Bücker, SG Euregio Swim Team. Auf der 2 Nils Knittel, WSG Wunstorf. Auf Bahn 3 Simon Reinke, SG Essen. Bahn 4 Alexander Menzel, TPSK. Auf 5 Jonas Kusche, SC Chemnitz. Auf der 6 Aaron Schmidt, SG Neuss. Auf der 8 Magnus Danz, Polizei SV Oldenburg. Und Bahn 9 Jael Balz, SG Stadtwerke München. Und damit kommen wir zum vorletzten Lauf über die 400 Meter Freistil der Herren hier im Lauf Nummer 6 auf der Bahn 0 am Start Jonas Klaus. SSG Leipzig auf der 1 Sander Kreumanns Sportunion Neckarsulm. Auf der 2 Kaspar Helde, ebenfalls Sportunion Neckarsulm. Auf der Bahn 4 Henning Mühlleitner, DSV. Auf der 6 Marc Sauer, VfL Sindelfingen. Bahn 7 Levin Peschlow,
Wasserfreunde 98 Hannover, Bahn 8 NASA Heraschenko SC Wiesbaden und Bahn 9 Henning Dörries SG Stadtwerke München. Von Neckar Heidelberg waren 3 Lukas Fritzke, SG Samax Ritter. Auf der 4 Mahmoud Ahmed, Sportunion Neckar Sulm. Waren 5 Silas Beth, SG Bad Schwartau. Auf der 7 Nikita Ostapenko, SC Wiesbaden. Waren 8 Vincent Greumann, Sportunion Neckar Sulm. Und auf der 9 Alexander Gretz, SC Chemnitz. Und die Herren hier auf die letzten Wände von Henning Mühleitner vom Deutschen Schwimmverband, von Marc Sauer vom VfL Sindelfingen, Sander Greumanns auf der 1 hier
von der Sportunion Neckarsulm hier noch mit unter den ersten drei schnellsten in diesem Vorlauf. Und dann haben wir die Anschlagzeit von Henning Mühlleitner mit 3:51.01. Und während die Herren auf die letzten sechs Bahnen gehen oder schwimmen, rufe ich auf im Wettkampf Nummer 36, 100 Meter Schmetterling weiblich, Lauf 1. Hier sehen wir auf der Bahn 3 Maria Mahnken für den GTV Bremerhaven, auf der Bahn 4 Viktoria Nekrasow für die SG Mittelfranken und auf der Bahn 5 Marlene Tecklenburg für den SC Wiesbaden.
Die schnellste Anschlagzeit für Silas Bild von der SG Bad Schwartau in 3:47.18 von Mahmoud Ahmed. Sportunion Neckarsulm mit 3:49.35 und Silas somit der Vorlaufschnellste. Im zweiten Lauf über die 100 Meter Schmetterling sehen wir auf der Bahn 1 Liana Köhlinger für den TV Wetzlar, auf der Bahn 2 Olivia Hopfinger für die SG Schwimmen Münster, auf der Bahn 3 Paula Olszewski für den SC Herford, auf der Bahn 4 Ronja Volk für den BSV Großkrotzenburg, auf der Bahn 5 Jette Helene Schindler für die HSG Uni Greifswald, auf der Bahn 6 startet Sophia Tschura für die SSG Samax Ritter. Auf der Bahn 7 sehen wir Mira Lentke für den Hofheimer SC. Und auf der Bahn 8 startet Marlene Wachter für die SG Mittelfranken. Im nachfolgenden Lauf Nummer 3 startet auf der Bahn 0 Insa Heinz für den TuS Zeven, auf der Bahn 1 Anisa Sabovic für die SGS Langenhagen, auf der Bahn 2 Lina Haberstroh für die Wasserfreunde Bielefeld, auf der Bahn 3 Cecilia Bausback für den Poseidon Aschaffenburg, auf der Bahn 4 Eileen Molas-Huerta für die SG Stadtwerke München, auf der Bahn 5 sehen wir Helena Heinrich für den Potsdamer SV, auf der Bahn 6 startet Xenia Tauer für die SG Neuss, auf der Bahn 7 Katja Breithaupt für den TSV Pattensen. Auf der Bahn 8 startet Carlotta Weizmann für die SSG Leipzig und auf der Bahn 9 Svenja Götting für die SSG Reutlingen Tübingen. Die folgenden Schwimmer haben sich für das EJOF und JMM-Finale über 400 Meter Freistil qualifiziert. Simon Reinke, Niklas Richter, Enzio Revesch, Finn Hammer, Jonas Kusche, Johannes Liebmann, David Vandenhirtz und Lukas Schöttke. Reserveschwimmer hier Hannes Ole Klar, Jakob Werner, Maurice Luca Rüß, Moritz Hesse.
Im offenen Finale qualifiziert Silas Beeth, Mahmoud Ahmed, Henning Mühleitner, Marc Sauer, Aaron Schmidt, Lukas Fritzke, Nasa Heraschenko, Sander Kreumanns, Reserve schon mal hier, Simon Reinke, Magnus Danz, Adrian Eichler und Alexander Grätz. Abmeldefrist endet um 11.05 Uhr. Ich rufe auf den Lauf Nummer 4. Hier startet auf der Bahn 0 Lara Fröls, Wasserfreunde Delphine Eschweiler. Auf der Bahn 1 Jette Dollack für den Hofheimer SC. Auf der Bahn 2 Rian Rose für den TV Wetzlar. Auf der Bahn 3 Helena Jurak für die SGR Karlsruhe. Auf der Bahn 4 Ella Johanna Holling für den Berliner TSC. Auf der Bahn 5 Luna Enderle für den SSV Ulm. Auf der Bahn 6 Michael Kaspczyk für den Wasserfreunde Spandau. Auf der Bahn 7 Ida Schneider, SV Schwäbisch Gmünd. Auf der Bahn 8 Theresa Bechtel für die TPSK. Und auf der Bahn 9 schwimmt Isabel Litwinow für die SSG Pforzheim. Im Lauf Nummer 5 sehen wir auf der Bahn 0 Fiona Redemann, SG Gladbeck Recklinghausen. Auf der Bahn 1 Viktoria Katharina Dolle, SG Gelsenkirchen. Auf der Bahn 2 Juliane Heinze, SSG Leipzig. Auf der Bahn 3 Lilia Aline Hamann, SSG Leipzig. Auf der Bahn 4 Iris Julia Berger, SV Renania Köln. Auf der Bahn 5 Anna-Maria Börstler, SC Magdeburg. Auf der Bahn 6 Caroline Morassi, Ahlener Sportallianz. Auf der Bahn 7 Joelle Marie Meyer für die SV Weixdorf. Auf der Bahn 8 Jara Faye Riefstahl, SC Chemnitz. Und auf der Bahn 9 Clara Sophie Beierling, Berliner Wasserratten. Im folgenden Lauf Nummer 6 startet auf der Bahn 0 Katharina Serdjuk, SG Mittelfranken. Auf der Bahn 1 Paula Fuchs, SV Schwäbisch Gmünd. Auf der Bahn 2 Jane Bodemar, SG Schwimmen Münster. Auf der Bahn 4 Marie Brockhaus, SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 5 Jessica Felsner, SC Aqua Köln. Auf der Bahn 6 Maria Viktoria Schutzmeier, SG Dortmund. Auf der Bahn 7 Jasmin Kroll, Wasserfreunde Spandau. Und auf der Bahn 9 Mia Sattelmeier für den Deutschen Schwimmverband.
Im siebten und letzten Vorlauf über die 100 Meter Schmetterling sehen wir auf der Bahn 0 Marie Fuchs, SV Schwäbisch Gmünd, auf der Bahn 1 Jenna Wu, SSG Leipzig, auf der Bahn 2 Alina Bajewic, TBR Langen, auf der Bahn 3 Hanna Vollmer, SSG Leipzig, auf der Bahn 4 Angelina Köhler, SG Neukölln, auf der Bahn 5 Lisa Marie Finger, SG Neukölln, auf der Bahn 6 Stella Lentke, SG Frankfurt, auf der Bahn 7 Linda Roth, SV Cannstatt, auf der Bahn 8 Leni Labarre, Hamburger SC, und auf der Bahn 9 startet Fee Lukosch für die SG Essen. Und damit kommen wir zum Aufruf für den Wettkampf Nummer 37, 100 Meter mit Schmetterling männlich mit insgesamt 7 Vorläufen. Im ersten Vorlauf startet auf der Bahn 3 Manuel Brandner, SG Mittelfranken, auf der 4 Sebastian Dominik Besto, SV Burgwedel und Bahn 5 Linus Wein, SG Mittelfranken. Und auf der Bahn 2 aktuell Alina Bajewic unterwegs. Der deutsche Jahrgangsrekord steht bei 1:01,50 und das wird sehr, sehr eng. Sie schlägt an nach 1:01,41 Sekunden. Wir warten auf die offizielle Bestätigung. Das Nicken signalisiert mir, wir haben einen neuen deutschen Jahrgangsrekord gesehen. Auf der Bahn 2 Alina Bajewic, 100 Meter Delfin. Die Abmeldefrist für das Finale 400 Meter Freistil weiblich ist abgelaufen. Erfreulicherweise, es gab keine Abmeldungen, das heißt, die Finals werden so geschwommen wie vorhin vorgelesen. Und damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 2 auf der Bahn 0 Felix Brandner, SG Mittelfranken, auf der 1 Valentin Groß, SCW Eschborn, Bahn 3 Leon Telmo Schürmann, SG Schwimmende Münster, auf der 4 Jan Seelert, SG Bayer, Bahn 5 Max Niklicek, SG Neuss, Bahn 6 Felix Klären, Düsseldorfer SC, auf der 7 Niklas Keimann, DSW Darmstadt, Bahn 8 Leo Elias Baumann, SG Samax Ritter und Bahn 9 Finn Martinet, Wasserfreunde Delfin Eschweiler.
Und wir kommen zum Aufruf für den Lauf Nummer 3 auf der Bahn 1 Johannes Liebenmann, Elmshorn MTV, auf der 2 Christian Tsitsiridis, SSG Leipzig, auf der 3 Larus Thiel, SG Bayer, Bahn 4 Maxim Trokantschuk, SGS Hannover, auf der 5 Vadim Klimenko, SG EWR Rheinhessen Mainz, Bahn 6 Agustin Rasche, Wasserfreunde Spandau, auf der 7 Gil Hartmann, SSV Ulm, Bahn 8 Robin Lienhardt, SV Augsburg und Bahn 9 Leo Leverkus, SGR Karlsruhe. Wir kommen dann zum Lauf Nummer 4 auf der Bahn 0 Mark Sauer, VfL Sindelfingen, Bahn 1 Andreas Rosser, TPSK, auf der 2 Gianluca Rettot für die SG Bayer, auf der 3 Ankus Jalgi, Hofheimer SC, Bahn 4 Karl Morris Margold, SG Samax Ritter, auf der 5 Stefan Ulosat, SC Aqua Köln, auf der 6 Lukas Brockhaus, SG Dortmund, Bahn 7 Maximilian Scheuermann, TPSK, auf der 8 Viktor Salin, SG Neuss und Bahn 9 Klaas Janis Küchler, SGS Hamburg. Und so ein bisschen unser Blick richtet sich auf die Bahn 3 auf Larus Thiel, der hier schon einen deutschen Jahrgangsrekord geschwommen ist und hier eventuell noch einen weiteren ins Wasser zaubert. Das reicht nicht ganz, aber schnellster hier Maxim Trokantschuk von der SGS Hannover in 56,14. Die Qualifikantinnen für die Finalläufe 100 Meter Schmetterling stehen fest. Im JDM AOF-Quali-Finale, dafür haben sich qualifiziert Linda Roth, Anna-Maria Börstler, Sophie Djuara, Juliane Heinze, Leni Labarre, Yara Fey-Riefstahl, Katharina Serdjuk, Fee Lukosch. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bereit Anisa Sabovic, Helena Jurak, Clara-Sophie Beierling, Lilia Aline Hamann. Im offenen Finale haben sich qualifiziert Angelina Köhler, Iris Julia Berger, Jessica Felsner, Marie Brockhaus, Lisa-Marie Finger, Hanna Vollmer, Alina Bajewitsch, Maria Viktoria Schutzmeier. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bereit Linda Roth, Anna-Maria Börstler, Stella Lentke, Paula Fuchs. Abmeldefrist 11.20 Uhr. Und wir kommen zum fünften Lauf hier auf der Bahn 0 am Start. Jona Knepple, Bahn 1 Lorenz Beck, auf der 2 Jano Bäschnitt, Bahn 3 Luis Jäger, auf der 4 Kirill Lammert, Bahn 6 Emre Demirdas, Bahn 8 Finn Schlamp und Bahn 9 Mikhailo Menitschenko.
Und wir kommen zum Aufruf für den Lauf Nummer 6, dem vorletzten Vorlauf. Auf der Bahn 1 hier Liebkornitz, Wasserfreunde Spandau. Auf der 2 Louis Schubert, SG Leipzig. Auf Bahn 4 Ramon Klenz, Sportunion Neckar-Sulm. Bahn 5 Lukanik Armbruster, SG Neukölln-Berlin. Auf der 6 Artem Rebenkin, SG Stadtwerke München. Bahn 7 Gregor Spörlein, SG Bamberg. Auf der 8 Marius Schimnatowski, SG Gelsenkirchen. Und Bahn 9 Luca Vogt, 1. SC Ravensburg. Ja, der schnellste Anschlag hier mit 52,15 für Kirill Lammert von SC Delfine Lübeck. Herzlichen Glückwunsch für diese fantastische Zeit. Und hier kommen wir zum Lauf Nummer 7, dem letzten Vorlauf hier auf der 0. Luca Zabel, SG Bayer, Bahn 1 Adrian Eichler, SC Wiesbaden, auf der 2 Paul Blümer, SG Gladbeck, Recklinghausen, Bahn 3 Tobias Schulrat, SGS Hamburg, auf der 4 Chad Leclos, SG Frankfurt, Bahn 5 Moritz Schaller, SG Bayer, auf der 6 André Kovalenko, SC Wiesbaden, Bahn 7 Jona Finsu, Aquasports Delixen, auf der 8 am Start Ala Maso, SGS Hannover und auf der Bahn 9 Leonard von Hunius, Wasserfreunde 98 Hannover. Enges Rennen hier zwischen Ramon Klenz und Lukan Lick Armbruster, schnellster 52,96 war Ramon Klenz hier in diesem Lauf. Es folgt der Wettkampf Nummer 38, 200 Meter Brust weiblich. Hier sehen wir insgesamt 7 Vorläufe und im ersten von diesen 7 Vorläufen startet auf der Bahn 3 Helene Schultetus für den SC Wiesbaden. Auf der Bahn 4 Marie Lindemann für die SG Bayer. Und auf der Bahn 5 sehen wir Vivian Ruß für die SG Bayer. Mit einer fantastischen letzten Bahn. Herr Schnellster hier in diesem Lauf mit 53,08. Chad Leclos von der SG Frankfurt. Aber Vorlaufschnellster mit 52,15. Kirill Lammert im drittletzten Lauf.
Und mit dem Zielanschlag über die 100 Meter Delfin männlich im letzten Lauf ist auch die Anmeldefrist oder die Namensmeldefrist für die Staffelwettbewerbe abgelaufen. Und das ist doch auch mal ein schönes Erlebnis, hier auf die letzten 100 Meter Kopf an Kopf zu gehen. Währenddessen rufe ich auf den zweiten Lauf, 200 Meter Brust weiblich. Es startet auf der Bahn 1 Noelle Benkler für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 2 Michelle Peter für die SG Stadtwerke München. Auf der Bahn 3 Jule Fellmann für den SV Burgwedel. Auf der Bahn 4 Marlene Balk für die SSF Bonn. Auf der Bahn 5 sehen wir Clara Konnert für den TV Wetzlar. Auf der Bahn 6 Lilia Marie Bensala für den SC Wiesbaden. Auf der Bahn 7 startet Luisa Hackmann für die SG Lübeck. Auf der Bahn 8 schwimmt Nele Michalk für den DSW Darmstadt. Und auf der Bahn 9 sehen wir Mia Matetschk für den Deutschen Schwimmverband.
Ich rufe auf den Lauf Nummer 3, 200 Meter Brust, weiblich. Auf der Bahn 0 startet Stella Neuhaus für den VfL Gladbeck. Auf der Bahn 1 Jana Traut für die SG Gladbeck Recklinghausen. Auf der Bahn 2 Isabel Linkerhand für den Düsseldorfer SC. Auf der Bahn 3 Emma Kugeler für den Mainzer Schwimmverein. Auf der Bahn 4 sehen wir Ina Gehring für den VfL Osnabrück. Auf der Bahn 6 startet Lorena Lissock für die SG Gelsenkirchen. Auf der Bahn 7 sehen wir Milena Haider für die SSG Coburg. Auf der Bahn 8 schwimmt Maja Ivanovic für die SG Bayer. Und auf der Bahn 9 startet Caroline Luckert für den SSF Bonn. Ein Vereinsvertreter der SG Mühlheim bitte zum Sprechertisch. Ein Vereinsvertreter der SG Mühlheim bitte zum Sprechertisch. Ich habe die Finalisten für das Finale über 100 Meter Schmetterling. Für die JDM-Wertung sind das Jano Weschnitt, Lorenz Beck, Leonard von Hunius, Viktor Sanin, Michaelo Beniduchenko, Vadim Klimenko, Lieb Kornitz, Gianluca Redut, Reserveschwimmer hier Jona Knepple, Lukas Brockhaus, Agustin Rasche und Ankush Jalgi. Im offenen Finale qualifiziert sind Kirill Lammert, Ramon Klenz, Chet Leclo, Luca Nick Armbruster, Moritz Schaller, Luis Jäger, Artem Rebenkin und Andriy Kovalenko. Reserveschwimmer hier Tobias Schulrath, Paul Blümer, Barno Jestedt und Lorenz Beck. Abmeldungen sind möglich bis 11.35 Uhr. Es folgt der Lauf Nummer 4, 200 Meter Brust, weiblich. Es startet auf der Bahn 1, Emma Kämpfe, Delmenhorster SV. Auf der Bahn 2, Lena-Sophie Bauer, SG Neukölln. Auf der Bahn 2, Lisa-Marie Wolf, SG Gladbeck-Recklinghausen. Auf der Bahn 3, Sophie Luschnitz, SSG Leipzig. Auf der Bahn 4, Valerie Höfel für den SC Delfin Ingolstadt. Auf der Bahn 5, Annika Fleck, SC Wasserfreunde Fulda. Auf der Bahn 6, Maja Nova Klöcker für die SG Neuss. Auf der Bahn 7 Amelie Markowski für den TV Ratingen. Auf der Bahn 8 Arlene Rumbaum für die SG Mühlheim. Und auf der Bahn 9 startet Jenny Balzer für die SG Mönchengladbach.
Es folgt der Lauf Nummer 5, 200 Meter Brust, weiblich. Hier startet auf der Bahn 0 Valeria Alexandra Nekrasow für die SG Mittelfranken. Auf der Bahn 2 Hanna Schneider für den Hofheimer SC. Auf der Bahn 3 Selina Schmidt für die Wasserfreunde Spandau 04. Auf der Bahn 4 Bente Fischer für die Sportunion Neckarsulm. Auf der Bahn 5 Viktoria Suchanke, W98 Hannover. Auf der Bahn 6 Emma-Luise Breuer, 1. Eichsfelder Sportclub. Auf der Bahn 7 Carlotta Ingener für den Wadenburger SC. Auf der Bahn 8 startet Amelie Fliegel-Stahler für den SG Regio Freiburg. Und auf der Bahn 9 sehen wir Charlotte Maria Klemm für den SV Halle Saale. Und die Abmeldefrist ist abgelaufen für das 400 Meter Freistil-Finale der Herren. Es gab keine Abmeldung in beiden Finals, somit schwimmen die Finalläufe wie verlesen. Es folgt der Lauf Nummer 6, 200 Meter Brust, weiblich. Auf der Bahn 0 startet Carina Grebe für den SCW Eschborn. Auf der Bahn 1 Minja Kütze für die Wasserfreunde Spandau 04. Auf der Bahn 2 Svea Boykov für die SG Essen. Auf der Bahn 3 Lara Mertens für die SG Essen. Auf der Bahn 4 Kelly Messel für den SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 5 Marina Koop für den VfL Gladbeck. Auf der Bahn 6 Nadja Todo-Kubels für die Sportunion Neckarsulm. Auf der Bahn 7 Soraya Ibrahimi für die Sportunion Neckarsulm. Auf der Bahn 8 Christina Schulz für den SC Delfin Ingolstadt. Und auf der Bahn 9 sehen wir Laura Sophie Kohlmann für die SG Essen. Und Bente Fischer wird als erste anschlagen nach 2 Minuten 24,88. Das ist solide 3/4 Zehntel unter ihrer Meldezeit. Herzlichen Glückwunsch.
Als nächstes sehen wir den siebten und vermeintlich schnellsten Vorlauf heute Morgen über die 200 Meter Brust weiblich. Auf der Bahn 0 startet Hanna Weyern für die SG Bayer. Auf der Bahn 1 Sophie Lenze für den SV Nicker Heidelberg. Auf der Bahn 2 startet Lena Ludwig für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 3 Saskia Blasius für den Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 4 sehen wir Nele Schulze für die SG Neukölln. Auf der Bahn 5 Alia Schiffel für die SSG Leipzig. Auf der Bahn 6 startet Jamelia Drumm für die SG Essen. Auf der Bahn 7 Nicole Weber, SV Augsburg. Auf der Bahn 8 Joelle Vogelmann für den SV Nicker Heidelberg. Und auf der Bahn 9 startet Jasmin Fischeder für die SSG Leipzig. Und damit kommen wir zum Aufruf für den Wettkampf Nummer 39, 200 Meter Brust männlich. Hier haben wir insgesamt 6 Vorläufe. Im ersten Vorlauf startet auf der Bahn 0 Maximilian Hess, SG Essen, Bahn 1 Bonato Missel, SCWS Sporn. Auf der 2 Erik Iskakow, SSG Samax Ritter, Bahn 3 Philipp Grämer, SG Mülheim. Auf der 4 Fabian Eberl, SC Prinz Eugen München. Auf der 5 Alexander Reiswig, SC Delfin Ingolstadt, Bahn 6 Raphael Glöckler, SG Frankfurt. Auf der 7 Nate Holmes, SC Wasserfreunde München, Bahn 8 Michael Moser, SC Regensburg und Bahn 9 Elinus Heierhoff, SV Blau-Weiß Bochum.
damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 2 auf der Bahn 0 am Start. Nathaniel Doll, SGE Rennen Hessen Mainz. Auf der 1 Ostab Kotolkin, TWG Göttingen. Bahn 2 Arian Wüstenhagen, Dresdner SC. Auf der 3 Diego Sander, Duisburger ST. Bahn 4 Patrick Arne, SG Gelsenkirchen. Auf der 6 Florian Fröschke, Dresdner SC. Bahn 7 Florian Küpper, SG Neuss. Auf der Bahn 8 sein Teamkollege Henning Verstraten. Und bei 9 Janis Adamek, TuS Westfalia Hornbruch. Die Finalteilnehmerinnen für das oder die Finalqualifikantinnen für das 200 Meter Brustfinale stehen fest. Für das JTM AOF-Finale haben sich qualifiziert Hanna Schneider, Emma-Luise Breuer, Mia Matetsch, Carlotta Ingenerv, Charlotte Maria Klemm, Christina Schulz, Laura Sophie Kohlmann, Noelle Benkler. Und als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Ina Gehring, Jamelia Drumm, Sophie Luschnitz und Valerie Höfel. Für das offene Finale haben sich qualifiziert Bente Fischer, Nele Schulze, Alia Schiffel, Kelly Messel, Saskia Blasius, Marina Koop, Lena Ludwig, Sophie Lenze. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Nadja Tudor-Schubels, Selina Schmidt, Amelie Fiegle-Stahler und Hanna Schneider. Die Abmeldefrist endet 11.55 Uhr. Im dritten Lauf startet auf der Bahn 0 Hendrik Bechtel, TPSK, Bahn 1 Andreas Grass, SG Neuss, auf der 2 Philipp Osatzki, SSG Samax Ritter, Bahn 3 Tom Hannes Thalau, SV Cannstatt, auf der 4 Fabian Blessing, SV Schwäbisch Gmünd, Bahn 5 Ivan Anzarski, SG Schottwerke München, Bahn 6 Ben Fester, SV Cannstatt, auf der 7 Christos Daginidis, W8 Nova, Bahn 8 Tristan Graf von Bühl, Dresden SC, und Bahn 9 Melvin Faber-Billot, Hoffheimer SC.
Die Abmeldefrist für das Finale über 100 Meter Schmetterling der Damen ist abgelaufen. Es gab keine Abmeldung, somit schwimmen die Teilnehmerinnen wie verlesen. Und damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 4 auf der Bahn 0. Felix Stutzenberger, SC Bayer, Bahn 1 Christopher Weidner, Wabenburger SC, auf der 2 Viktor Weitzel, Berliner TSC, Bahn 4 Alexander Kühling, SG Bayer, auf der 6 Kenneth Bock, Potsdamer SV, Bahn 7 Alexandra Denisow, SG Mittelfranken, auf der 8 Richard Braunberger, SG Frankfurt und Bahn 9 Jonathan Turk, VfL Osnabrück. Damit kommen wir zum Aufruf für den Lauf Nummer 5 auf der Bahn 0 Malte Gräfe, Potsdamer SV. Auf der 1 Jean-Paul Chaffee, Potsdamer SV. Bahn 2 Matthias Schönung, SG EWR Rheinhessen Mainz. Auf der 3 Lukas Mazzarat, SG Frankfurt.
Bahn 4, Janis Merlin Willem, SSG Leipzig. Bahn 5, Philipp Brandt, Zeller Schwimmclub. Bahn 6, Henrik Raffler, SC Magdeburg. Auf der 7, Emilian Horlang, Deutscher Schwimmverband. Bahn 8, Marek Kruschakowski, SS Hornika Heidelberg. Und Bahn 9, Mats Pöhler, Aachener SV. Wir sind hier in den letzten drei, den schnellsten Vorläufen, den gesetzten hier schnellster in diesem Vorlauf mit 2:12.87 Alexander Kühling von der SG Bayer. Und damit kommen wir zum letzten Vorlauf über die 200 Meter Brust männlich. Hier startet auf der Bahn 0 Subai Biltal vom SV Cannstatt. Bahn 1 Fabio Steve, SV Nicker Heidelberg. Bahn 2 Finn Wendland, SG Rethen Sarstedt. Auf der 3 Tim Dennis Kost, SV Nicker Heidelberg. Bahn 4 Marco Koch von der SG Frankfurt. Auf der 5 vom SG Essen Maximilian Pilger. Bahn 6 Florian Müller, DSW Darmstadt. Auf der 7 Tobias van Agelen, SG Neuss. Auf der 8 Maximilian Wiedemann, SSF Bonn und sein Teamkollege auf der 9 William Gotzel. Ja, hier schnellste Anschlagzeit mit 2:10.79 von der SG Leipzig, Janis Merlin Willem.
Und ich habe im laufenden Wettkampf Nummer 39 noch eine Disqualifikation bekannt zu geben. Im Lauf Nummer 4 auf der Bahn 2 wird der Schwimmer disqualifiziert, da er mehrere aktive Delfin-Kicks während der Strecke durchführte. Zeit der Bekanntgabe ist 11.34 Uhr. Ja, hier vorneweg Maximilian Pilger, Marco Koch in diesem Rennen. Tim Dennis Kost schiebt sich aber noch an das Feld ein bisschen mit ran. Es folgt der Wettkampf Nummer 40, 50 Meter Rücken weiblich. Hier sehen wir im ersten Lauf auf der Bahn 3 Mayra Mahnken, GTV Bremerhaven. Bahn 4 Marlene Lampen, SG Schwimmen Münster. Und auf der Bahn 5 Ira Bodulovic, SG Neuss. Ja, und hier haben wir den Anschlag von Marco Koch mit 2,10,44 Sekunden insgesamt auch als Vorlaufschnellster. Im zweiten Lauf, 50 Meter Rücken weiblich, startet auf der Bahn 1 Luisa Marie Herrmann. Auf der Bahn 2 Lisa Emmerlich-Marze. Auf der Bahn 3 Lisa Schönbrot. Auf der Bahn 4 Mira Sichon. Auf der Bahn 5 Verena Diehl. Auf der Bahn 7 Patricia Rutz. Auf der Bahn 8 Fiona Haves. Und auf der Bahn 9 Mattea Schubert. Die Abmeldefrist für das Finale über 100 Meter Schmetterling männlich ist abgelaufen. Für das JTM AO-Finale gab es eine Abmeldung, somit rutscht nach Jona Knepple von der SG Essen. Für das offene Finale gab es keine Abmeldungen.
Im dritten Lauf startet auf der Bahn 0 Clara Antok, auf der Bahn 1 Tamara Braun, auf der Bahn 2 Lena Christine Manns, auf der Bahn 3 Juliane Heinze, auf der Bahn 4 Mila Watzner, auf der Bahn 5 Janne Niederste-Hollenberg, auf der Bahn 6 Volke Anne Paulsen, auf der Bahn 7 Nerea Gutierrez, auf der Bahn 8 Lisa Marie Dietschon und auf der Bahn 9 Christine Bergmann. Im vierten Lauf startet auf der Bahn 0 Greta Grimseel, auf der Bahn 1 Tina Wetzel, auf der Bahn 2 Thea Lehmann, auf der Bahn 3 Viane Gioia D'Amico, auf der Bahn 4 Sophia Herbsthoff, auf der Bahn 5 Nora Flemich, auf der Bahn 6 Lori Seranski, auf der Bahn 7 Sarah Johanna Helmich, auf der Bahn 8 Maria Viktoria Schutzmeier und auf der Bahn 9 Lucy Bietka. Und wir kommen zu den Qualifikanten für das 200 Meter Brustfinale. Für das JTM-EO-Finale sind dies Henrik Raffler, Christopher Weidner, Philipp Osatzki, Finn Wendland, Maximilian Wiedemann, William Gotzel, Malte Gräfe, Jonathan Turk, Reserve hier Tristan Graf von Bühl, Ariane Wüstenhagen, Tom Hannes Thalau und Mats Pöder. Für das offene Finale qualifiziert sind Marco Koch, Janis Merlin Willem, Maximilian Pilger, Tim Dennis Kost, Matthias Schönung, Alexander Kühling, Kenneth Bock, Emilian Hollank, Reserveschwimmer Lukas Mazerath, Henrik Raffler, Alexandra Denisow und Florian Müller. Die Abmeldefrist endet um 12.15 Uhr. Und im Lauf Nummer 5 startet auf der Bahn 0 Eva Alexandra Saritz, auf der Bahn 3 Alice Bianca Wettel, auf der Bahn 4 Sonele Öztürk, auf der Bahn 5 Marie Brockhaus, auf der Bahn 6 Masnjari Wolf, auf der Bahn 7 Clara Sophie Beierling, auf der Bahn 8 Acelia Zela-Bas und auf der Bahn 9 Leni Manzek. Im sechsten Lauf sehen wir auf der Bahn 0 Jana Strand, auf der Bahn 1 Blanka Brune, auf der Bahn 2 Antonia Schirmer, auf der Bahn 3 Jennifer Pietrasch, auf der Bahn 4 Laura Riedemann, auf der Bahn 5 Lina Kröger, auf der Bahn 6 startet Selina Springer, auf der Bahn 7 Eileen Fied, auf der Bahn 8 schwimmt Maja-Len Rohrbach und auf der Bahn 9 Anna-Lena Materne.
Im siebten und der letzten Vorlauf, 50 Meter Rücken weiblich, sehen wir auf der Bahn 0 Jenny Mensing, auf der Bahn 1 Vanessa Forker, auf der Bahn 2 Lise Seidel, auf der Bahn 3 Joelle Marie Meyer, auf der Bahn 4 Caroline Pilatsch, auf der Bahn 5 Iris Julia Berger, auf der Bahn 6 Luisa Marie Razzetto, auf der Bahn 7 Lisa Höping, auf der Bahn 8 startet Eva zur Brücke und auf der Bahn 9 Leni Labarre. Und 27,66 für Laura Riedemann hier ist eine sehr, sehr gute Zeit. Es geht nun weiter mit dem Wettkampf Nummer 41, 50 Meter Rückenschwimmen männlich mit insgesamt 7 Vorläufen. Auf der Bahn 3 im Start Finn-Jona Neuwirt, Deutscher Schwimmverband. Auf der 4 Tom Reimann, Bahn 5 Silvan Pawlowski, beide von den SG Wasserratten Norderstedt. Im Lauf Nummer 2 auf der Bahn 0, Ayub Etis, SG Bayer, Bahn 1, Vitali Martinov, SV Blau-Weiß Bochum auf der 2, Luis Gernach, SG Braunschweig, Bahn 3, Ovidio Heidau, SG Stadtwerke München, auf der 4, Fabian Mager, auf der 5, Benjamin Adam, beide SG Neuss, Bahn 6, Maximilian Band, Düsseldorf SC und Bahn 9, Mitja Bauer, SG TSG HB 10, Bremen. Und hier schon mal der organisatorische Hinweis für die Staffelsiegerehrungen, die wir dann zeitnah nach den Staffelläufen auch durchführen werden. Ich bitte die Schwimmer, das zu beachten und sich dann eben nach den Staffelrennen direkt in Richtung Glasseite, in Richtung Siegerpodest zu begeben. Im dritten Lauf startet auf der 0 Brendan Adriano Gönewan, auf Bahn 1 Florian Golz, Bahn 2 Till Giesmann, auf der 3 Mason Köth, Bahn 4 Per Müller, Bahn 5 Viktor Sanin, auf der 7 Ben Jurecki, Bahn 8 Tarek Lage und Bahn 9 Luca Silien.
Im Lauf Nummer 4 startet auf der 0 Torben Peschke, Bahn 1 Niklas Brandes, auf der 2 Agustin Rasche, auf 3 Luca Vogt, Bahn 4 Bartu Kolak, auf der 5 Adrian Drumpa, Bahn 6 Kevin Ehrenfort, Bahn 7 David Avesatze, auf der 8 Jan Landzettel und Bahn 9 Justus Greimeier. Es geht weiter mit dem Lauf Nummer 5, hier auf der 0 Silas Dalik, auf 1 Tjaak Brandt, Bahn 3 Fritz Dietz, auf der 4 Stefano Razzetto, Bahn 5 Cornelius Jahn, auf der 6 Oskar Schildknecht, Bahn 7 Artem Chobotar, auf der 8 Richard Schmiedefeld und Bahn 9 Jan Bäumer. Im Lauf Nummer 6 auf der 0 Bastian Kömpf, auf 1 Marvin Dahler, Bahn 2 Jan Niegel, auf 3 Vincent Passek, auf der 4 am Start Marek Ulrich, Bahn 5 Ramon Glenz, auf der 6 Adrian Bierwitz, Bahn 8 Gianluca Redhut und Bahn 9 Maximilian Scheuermann. Relativ eng auf die drei Schwimmer, vom Anschlag her schnellster Oskar Schildknecht in 24,68 Sekunden, nur 200stel vor Cornelius Jahn. Und im letzten Vorlauf auf der Bahn 0 Felix Wolf, Bahn 1 Marius Schimnatkowski, auf der 2 Patrick Peres, Bahn 3 Leon Fischer, Bahn 5 Metin Aydin, auf der 6 Pierre Lammert, Bahn 7 Lars Kochmann, Bahn 8 Maximilian Hagel und Bahn 9 Tobi Gotzell. Und ich habe noch eine Disqualifikation bekannt zu geben auf dem Wettkampf Nummer 41. Im Lauf 5 auf der Bahn 6 wird der Schwimmer disqualifiziert. Wegen Starts vor dem Startzeitsignal. Zeitbekanntgabe 11.55 Uhr. Schnellster hier jetzt in diesem Lauf mit 23,74 Marek Ulrich von der SSG Leipzig. Thank you.
Schnellste Nebenlauf, Metin Aydin von SC Aqua Köln mit 24,69. Ich darf die Qualifikantinnen für das 50-Meter-Rückenfinale bekannt geben. Für das JDM und AJOF-Finale haben sich qualifiziert. Selina Springer, Eva Zurbrügge, Leni Labarre, Clara-Sophie Beierling, Jana Strand, Eva-Alexandra Saritz, Acelia Zählerbars, Lena Christine Manns. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Lucy Bietka, Nerea Gutierrez, Mila Watzner und Leni Manzek. Für das offene Finale 50 Meter Rücken weiblich haben sich qualifiziert Caroline Pielatsch, Laura Riedemann, Lina Kröger, Sonele Öztürk, Lise Seidel, Masniari Wolf, Iris Julia Berger und Joelle Marie Meyer. Als Reserveschwimmerinnen halten sich bitte bereit Jennifer Pietrasch, Selina Springer, Antonia Schirmer und Marie Brockhaus. Die Abmeldefrist endet um 12.30 Uhr. Der letzte Hinweis, bevor wir mit den Staffeln beginnen. Im Anschluss an die Staffeln führen wir direkt die Siegerehrung durch für die 4x50 Freistil Mixed. Bitte die siegreichen Staffeln sich dann auf der Wendenbrücke rechts unter dem DSV-Banner versammeln. Und ich habe die Qualifikanten für das 50-Meter-Rückenfinale für die JDM-AOF-Wertung. Hier sind qualifiziert Jörg Brandt, Maximilian Hage, Gianluca Redot, Agustin Rasche, Jan Bäumer, Brendan Adriano Gönerwan, Kevin Ehrenfort und zeitgleich Richard Schmiedefelde, Maximilian Scheuermann mit einem eventuellen Ausschwimmen, wenn es keine Abmeldung gibt, Reserveschwimmer Tobi Gotzell, Per Möller und Viktor Sanin. In der offenen. Deswegen bitte ich die Trainer vom SV Cannstatt und TPSK hier zum Schiedsrichter. Für das offene Finale qualifiziert sind Marek Ulrich, Metin Aydin, Cornelius Jan, Ramon Klenz, Stefano Razzetto, Marvin Dahler, Vincent Passig und Artem Czobota. Reserve Schimmer hier Kirill Lammert, Bastian Kömpf, Leon Fischer und Adrian Bierewitz. Meldefrist ist hier auch um 12.30 Uhr. Damit war der Spannungsbogen lang genug. Wir kommen zur ersten Entscheidung des heutigen Wettkampftages. 4x50 Meter Freistil Mixed. Es startet auf der Bahn 1 die erste Mannschaft der SG Gelsenkirchen in der Besetzung Leon Volkmann, Elena Krieger, Marius Schimnatkowski und Viktoria Katharina Dolle. Auf der Bahn 2 startet die erste Mannschaft des VfL Osnabrück mit der Besetzung Sophie Ehrenwachs, Tjark Brandt, Ina Gehring und Lukas Spuling. Auf der Bahn 3 starten Ilja Jaramamenko, Liam Duja, Marie Kroniger und Lilly Bungert für den SV Blau-Weiß Bochum. Auf der Bahn 4 startet die erste Mannschaft der SG Neuss in der Besetzung Viktor Sanin, Julia Znachowska, Tobias van Agelen und Maja Nowak-Klöcker. Auf der Bahn 5 sehen wir die erste Mannschaft des SCW Eschborn. Hier starten Moritz Becker, Julius Montag, Sarah, Johanna Helmich und Antonia Gördes. Auf der Bahn 6 startete die erste Mannschaft von B98 Hannover mit Markus Kriegs, Florian Quapil, Sarah Tillmann und Valeria Tuhai. Auf der Bahn 7 sehen wir die erste Mannschaft der SV Schwäbisch Gmünd. Es starten Jan Klein, Johannes Bayer, Paula Fuchs und Marie Fuchs. Und auf der Bahn 8 komplettiert das Starterfeld die erste Mannschaft des SC Delfin Ingolstadt.
Es starten Alexander Reiswig, Maximilian Hagel, Christina Schulz und Viktoria Krönert. Erster Lauf in der Entscheidung, 4x50 Meter Freistil Mixed. Und dieser erste Lauf darf die Marke setzen, an der sich der zweite Lauf gleich messen lassen wird. Und währenddessen noch ganz kurz der Hinweis, das Finale über die 200 Meter Brust, die Abmeldefrist ist abgelaufen. Es gab keine Abmeldung bei den Damen. Im Moment in Führung auf der Bahn 6 die Mannschaft von W98 Hannover. Markus Kriegs startet mit 22,64 und bringt sein Team in Front. Der zweite Mann kann den Vorsprung noch ein bisschen ausbauen im Moment, aber W98 hat dann anschließend zwei Frauen hinten raus, die sich noch mindestens gegen einen Mann behaupten müssen. Und es führt weiterhin die Mannschaft von W98 Hannover. Der Vorsprung ist etwas kleiner geworden, nur noch 1,4 Sekunden auf die Mannschaft der SG Neuss. Und auf Band 2 Lukas Spuling für den VfL Osnabrück als einziger Mann aktuell im Wasser unterwegs gegen 7 Frauen. Es wird spannend sein, wie viele Plätze er noch aufholen kann, während die Hannoveraner ihrem Sieg in diesem zweiten Lauf entgegenschwimmen. Nach 1:38.06 sind es 6 Zehntel. Vorsprung vor der Mannschaft der SSV Schwäbisch Gmünd und den drittplatzierten Neussern und der VfL Osnabrück als Achter gewechselt, als Vierter ins Ziel. Ein Trainer des SV Cannstatt und der TPSK bitte zum Schiedsrichter bezüglich des Ausschwimmens. Wir warten noch einen kurzen Moment, bis die Startbrücke sich wieder etwas geleert hat, damit wir dann den zweiten Lauf über diese 4x50 Meter Freistil hier in die Halle bitten können. Und das Ergebnis dieses ersten Vorlaufes ist offiziell. Es gab keine Disqualifikation. Und damit kommen wir zum zweiten Lauf über die 4x50 Meter Freistil Mixed. Auf der Bahn 0 am Start. David Abesatze, Manuel Brandner, Viktoria Nekrasow, Marlin Wachter, die SG Mittelfranken. Auf der Bahn 1 Norik Schulz, Lukas Brockhaus, Maria Viktoria Schutzmeier, Selina Springer von der SG Dortmund. Auf der Bahn 2 der dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Sebastian Pierre-Louise Jettleklo, Nika Steigerwald und Pia Henning von der SG Frankfurt.
Auf der Bahn 3 Bennett Ginkter, Adrian Bierewitz, Hanna Gratzenberg und Nina Holt von der SG Mönchengladbach. Auf der Bahn 4 der deutsche Kurzbahnmeister des Vorjahres Emre Demirdas, Moritz Schaller, Leonie Schleißer, Annalena Materne, die SG Bayer. Auf der Bahn 5 der Vorjahreszweite Christoph Hildebrand, Mettin Aydin, Katharina Bruckras, Jessica Felser, die SC Aqua Köln. Auf der Bahn 6 Jan Rogalski, Maximilian Pilger, Juliana Dora-Boccia, Nina Sandrin Yassi von der SG Essen. Auf der Bahn 8 Jelitov Bogdan, King Struif, Kerstin Lange, Julia Moczynski, der SC Wiesbaden. Und auf der Bahn 8 am Start Marek Ulrich, Timo Sorgius, Antonia Schömer und Jena Wu von der SSG Leipzig. Der zweite Lauf über 4x50 Meter Freistil Mixed. Ja, hier das letzte Staffelrennen heute oder in dieser ganzen Veranstaltung, die 4x50 Meter Freistil Mixed. Bisher wurden alle Staffeln von der SG Frankfurt dominiert und gewonnen. Wechsel hier zuerst, aber der SC Aqua Köln, gefolgt von der SG Frankfurt. Die SG Leipzig auf der Bahn 8 hier noch mit dabei in den vorderen Bereich. Aber das verschiebt sich ja dadurch, dass es eine Mixstaffel ist, manchmal noch ein bisschen hin und her. Die Frankfurter konnten jetzt hier an der Wende sich nach vorne schieben. Übergebe jetzt an Nika Steigerwald, die als erstes hier für ihre Mannschaft reinspringt. Die SG Bayer und der Aqua Köln noch mit dran in den Podestplätzen. Und auf der Bahn 7 hier der SC Wiesbaden, der sich noch ranschiebt jetzt an die Frankfurter. Pia geht jetzt hier als letztes ins Wasser bei den Wiesbaden und Julia Moczynski, also zwei Damen, die das noch vor sich ausschwimmen. Die letzten 50 Meter dieser Freistilstaffel. Die Frankfurter weiter vor mit 12 Hundertsteln vor der Mannschaft von Wiesbaden. Die Mannschaft von Aqua Köln hier noch ran, aber es wird ein enger Fight nach hinten raus. Das ist noch nicht sicher. Ich sehe die 5 vorne. Ja, die Mannschaft von Aqua Köln in 1:34,81 holen sich auf der letzten Bahn hier den schnellsten Anschlag vor der Mannschaft von der SG Frankfurt, brechen sozusagen hier die Frankfurter Gewalt. Wir warten aber auch da noch ab, ob dieses Ergebnis offiziell ist. Die Wiesbadener aktuell drittschnellste in diesem Lauf mit 1:35,76 Sekunden. Und wir warten eben noch auf die offizielle Bestätigung des Kampfgerichtes. Hier nochmal der Hinweis zum Ablauf. Wir werden dann, wenn hier die Ergebnisse offiziell sind, alles kontrolliert wurde. Ja, ich bekomme hier das Okay von der Schiedsrichterin. Somit offiziell das Ergebnis: der SC Aqua Köln gewinnt vor der SG Frankfurt und dem SC Wiesbaden dieses Staffelrennen. Und ich bitte die Schwimmer dieser drei Mannschaften, sich dann nach hinten in Richtung Siegerpodest zu begeben. Wir werden erst diese Siegerehrungen durchführen. Und werden dann noch die Abmeldefrist abwarten müssen für das Ausschwimmen, das dann gegen 12.30 Uhr stattfinden wird.
Das Becken bleibt bitte leer. Das Becken bleibt bitte leer. Mal eben der Hinweis vom Kampfgericht und die Bitte bis 12.30 Uhr, wenn wir dann dieses Ausschwimmen noch durchführen müssen, das Becken geräumt zu lassen. Herzlichen Dank.
haben und die Halle noch sehr gut gefüllt ist, möchte ich an dieser Stelle, bevor wir heute Abend ja dann alle wieder ganz schnell abreisen, hier die Gelegenheit wahrnehmen, mich ganz herzlich hier beim Heimatverein zu bedanken, dass sie diesen Wettkampf für uns so wunderbar durchgeführt haben. Herzlichen Dank auch an alle Helfer im Hintergrund, die für die Verpflegung, für den reibungslosen Wettkampfablauf sorgen. Und genauso auch herzlichen Dank hier an das Badpersonal, das sich hier mit allen Sorgen und Nöten bemüht, alles wunderbar laufen zu lassen. Ich denke, das ist einen großen Applaus wert für alle Helfer, die nicht auf der Bildfläche da sind, aber trotzdem zu diesem Wettkampf beitragen. Herzlichen Dank. Und damit kommen wir zur Siegerehrung über 4x50 Meter Freistil der Mixed-Staffel. Und ich bitte die Schwimmer, sich in Richtung Siegerpodest zu begeben. Die Siegerehrung wird durchgeführt von Jonas Simon, Teamleiter Sportbetrieb Abteilung Wettkampfsportschwimmen des Deutschen Schwimmverbandes und Florian Lipke, Mitarbeiter Abteilungswettkampfsport des Deutschen Schwimmverbandes. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 1 Minute 35,76 Sekunden von der SC Wiesbaden die Mannschaft mit Bogdan Jelipov, Struj Kinge, Kerstin Lange und Julia Mozinski. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten Platz in 1 Minute 35,27 Sekunden Sebastian Pierre-Louis, Chad Leglow, Nika Steigerwald und Pia Henging von der SG Frankfurt.
Und in der Zeit von 1 Minute 34,81 Sekunden deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022, die Schwimmer Christoph Fildebrand, Metin Aydin, Katharina Pokras und Jessica Felsner von der SC Aqua Köln. Herzlichen Glückwunsch an die drei Mannschaften. Und eine weitere Abmeldefrist ist abgelaufen, und zwar für das 200 Meter Brustfinale der Herren. Hier gab es in beiden Finals keine Abmeldung, somit schwimmen diese beiden Finalläufe wie verkündet. Und nochmal der Hinweis, wir warten noch die Abmeldezeit ab in 5 Minuten für das 50 Meter Rücken. Und dann werden wir das Ausschwimmen machen mit einem Lauf. Und danach können dann nach Ausmarsch des Kampfgerichtes die Schwimmer das Becken benutzen.
Abmeldefrist ist abgelaufen über die 4x50 Rücken. Weiblich, da gab es keine Abmeldung, somit schwimmt wie verlesen. Bei den Herren gab es auch keine Abmeldungen, so das offene Finale schwimmt wie verlesen. Und für das JDM-AO-Finale haben wir dann eben das Ausschwimmen jetzt. Ich bitte die Schwimmer nicht. Aha. Anscheinend wird der Schwimmer erst geholt. Auf jeden Fall würden wir jetzt dann eben zu diesem Ausschwimmen kommen. Auf der Bahn 4 Richard Schmiedefeld vom SV Cannstatt und Bahn 5 Maximilian Scheuermann von TPSK. Ich bitte die zwei Schwimmer doch hier auf die Startbrücke. Also Bahn 4, Richard Schmiedefeld, Bahn 5, Maximilian Scheumann, bitte hier zum Ausschwimmen auf die Startbrücke. Ja, nahezu zeitgleich 600stel auseinander. Die beiden machen es auch in diesem Ausschwimmen noch mal spannend. Einen leichten Tick vorne war Maximilian Scheuermann von TPSK. Jetzt sieht es aber aus, als ob Richard Schmiedefeld sich durchsetzt. Ja, in 25,83 Sekunden noch mal deutlich schneller als im Vorlauf ist er hier derjenige, wenn alles korrekt abgelaufen ist, der sich für das AO-Finale qualifiziert hat.